Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in Kosmotier. Und als erstes müssen wir wohl die Panzerung ein bisschen entfernen. Die sind zu schwer und zu langsam und wir brauchen entweder noch ein Verteidigungssystem oder eine Kanone. Müssen wir mal schauen als erstes. Eine kleine würde reichen, weil wir knapp bei Kasse sind. Und dann müssen wir uns den Bergbaulaser erstmal freischalten und Missionen weitermachen. Um ein bisschen Geld zu kriegen, auch wenn es dafür keinen Ruhm gibt. Dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir eine Seite, also eine Reihe hier entfernen. Hier oben auch. Das ist am Anfang noch nicht so nützlich, da wir damit echt zu schwer sind. Wie viel wiegen wir jetzt? Ein bisschen leichter. Müssen wir nur schauen. Beidseitig ein Verteidigungssystem oder außen so. Dann können wir nicht so leicht von der Seite angegriffen werden. Dann muss da noch ein Korridor hin. Tür hat damit eingebaut, das ist sehr gut. Muss das jetzt nur noch irgendeiner dann auch machen. Dann gehen wir wir haben Spiegeln an. Seltsam. Gut. Ein bisschen leichter. Zwei Verteidigungssysteme mehr. Wir müssen überlegen, ob vielleicht noch eine Kanone. Eine kleine. Weil für eine große müssten wir dann auch noch ein Bett einbauen. Und uns Personal holen. Und am besten vorne irgendwie. Aber das kostet auch zu viel Munition. Da wäre es besser, wenn wir den Laser uns dann freischalten. Wenn wir mal eben gucken, was der kostet, die Baupläne dafür. Laserblaster 900. Dann holen wir uns den mal. Der könnte die Systeme kurzzeitig lahmlegen. Schwerer Laser. Das können wir dann als nächstes machen. Die scheint nur Strom zu benötigen. Bauen wir die dann am besten wäre ja so, aber dann ist der Wirkungsbereich bis auf die Kanone. Wenn ja, wenn dann auch zwei. Also erstmal eine und dann hier noch eine zweite für den Anfang. So. Dann müssen wir gucken, dass sie auch mit Energie versorgt wird. Dann brauchen wir da einen Korridor, sehe ich gerade. So. Könnten ja eigentlich eventuell ja, wir lassen mal die Platten, die können ja erstmal die, die hier hin müssen, hier lang gehen und die anderen da lang. So, jetzt sollte das erstmal funktionieren, wenn wir wieder auf Play drücken.
gucken, dass die das auch mit Strom versorgen dann. Also Kanonier haben wir. Strom dürfte auch gleich gehen. Ja, wird schon beliefert. Also einen hätten wir noch für eine kleine Kanone. Vielleicht eine nach hinten. Da hinten haben wir ja nur ein Verteidigungssystem. Es kostet immer sehr viel Munition dann. Wir lassen hinten erstmal. Werden jetzt die Mission machen. Müssen wir mal gucken. Was in der Nähe ist. Wir können ja mal probieren, ob wir zu dem da kommen. Gegen die Station geflogen. Gut, der ist zu schnell. Jetzt haben wir hier ein Zielgebiet. Und dann war dahin. Vielleicht. Ne, was macht denn der hier? Ja, wir bewegen uns jetzt mal in das Zielgebiet. Müssen wir mal gucken, wie viele Feinde hier sind. Also da ist einer, der ist schon wieder woanders hingeflogen. Also, die wollen irgendwie nicht. So, gut, da ist einer, vielleicht kriegen wir den. Ja, den bekommen wir. So. Gucken wir mal. Wenn wir mal gucken, also der hat zwei Laserblaster. In unserem sitzt keiner drinne. Oh, der schießt weiter als wir. Warum sitzt da jetzt keiner drinne? Also es muss ja nur Energie hingebracht werden. Eigentlich sollten die das machen. Aber wir sind auch so langsam, wie es scheint. Ja, da kommen wir nicht hinterher schon wieder. Jetzt erschießt er uns hinten komplett. Ist viel zu schnell. Ja, da haben wir keine Chance. Gut, jetzt ist vorne alles Schrott. Ja, er kann Seelen ruhig bei uns reinschießen. Gut, der hat uns vernichtet.
Das ist schlecht. Hab nicht gespeichert. Also müssen wir noch mehr Gewicht wegbauen, wenn wir den irgendwie fangen wollen. Reduzieren wir das jetzt auf eine Reihe. Vorne lassen wir zwei. Wir gucken, was kosten Antriebe. 1500. Also entweder machen wir uns schneller und hoffen, dass die beiden Kanonen dann reichen. Oder wir bauen eine dritte Kanone und gucken. Also die kostet 2000. Ja, müssen wir das so machen. Da eine hin und dann vorne eine kleine Kanone halt. So. Und dann machen die beiden die Kanonen. Hiervon macht einer Cockpit und die Kanone. Der könnte... Hier hinten machen. Der kommt da auch noch zu. So. Hoffen wir mal, dass das jetzt besser funktioniert. Mal speichern. Dann sollten wir vielleicht noch... Wie viel Munition haben wir denn? Ah. 400. Naja, muss erstmal reichen jetzt. Dann probieren wir das nochmal. Wenn er wieder zu schnell ist, machen wir einfach eine andere Aufgabe. Wir haben ja noch genug andere Aufgaben, die wir machen können. So, da ist er. Wollen wir mal schauen, ob das jetzt besser funktioniert. Also, jetzt sind wir schneller. Jetzt kommen wir dran. So. Das war doch jetzt besser. Mussten wir zwar noch ein bisschen lernen, aber naja. Dafür hat es ja jetzt geklappt. Schwarz war irgendwie zu dunkel. Kurz reparieren. Eingesammelt ist alles. Alle sind drinne. So, dann haben wir das hier erledigt. Hier ist was. Und die anderen Aufgaben befinden sich hier unten.
Jetzt Ressourcen sammeln, ein bisschen Geld sammeln, damit wir die Verbesserung freischalten können. Machen das Schiff ein bisschen größer, schneller und mehr Lager rein. Triestall, das wäre gut. Aber noch kein Bergbaulaser. Dann fliegen wir mal zu der Station darunter. Wir können von da zu den Aufgaben hier. Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. Und oben bei der Station gab es noch Piratenstationen angreifen und Asurinenfelder säubern. Das ist dann aber doch ein bisschen noch zu schwer, denke ich. Da müssen wir erst noch ein bisschen besser ausgerüstet sein. Wenn wir uns noch ein kleines bisschen schneller machen. Noch die Energiekanonen haben, dann brauchen wir aber noch Quartier am besten, damit das auch immer mit Energie versorgt wird. Dafür müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Geld ran schaffen. So, ein ganz kleines Schiff. Ich würde ja gerne auf den Kern schießen. Danke. So. Dann schieß halt auf die Kanone. Wo willst du denn jetzt hin? Ah, es ist aufgegeben, okay. Also, und die Leute kann man doch nicht einsammeln, wie ich dachte. Man kann nur befreundet, also nicht feindliche Schiffe kontaktieren und deren Crew übernehmen. Aber wir sind voll. Okay. Dann machen wir jetzt die nächste Aufgabe. Und zwar da. Also scheint wirklich in jedem Gebiet dann, also wir sind ja in unserem ersten, unten leicht und dann in irgendeine Richtung im Kreis hier wird es dann immer schwieriger. Also müssen wir uns das merken, damit wir besser vorbereitet sind, als wir dann auch ins nächste Gebiet irgendwann springen, wenn wir soweit sind. Ob wir vielleicht irgendwas hiervon noch einsammeln können. Sonst werden wir uns das einfach markieren. Die Kanonen sind schön und gut. Aber die brauchen so viel Munition. Die müssten wir, wenn, selbst herstellen, anstatt zu kaufen. Aber die verbraucht auch so viel Lager. Sollten wir jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen Energiewaffen. Und später dann, also nicht die Deckkanonen, sondern vielleicht Minenkanonen oder ein bisschen mit Prisma, also so. Ja, also ein bisschen verteilt das Ganze machen. Und Verteidigung dann noch. Also hier alles ein bisschen durcheinander und auch Verteidigung. Damit wir gut aufgestellt sind. Noch irgendwas sammeln? Ja. So, jetzt können wir direkt die dritte Aufgabe machen. Auf dem Weg dahin gibt es sogar ein Fragezeichen. Ah, ist nur ein Asteroid. Dann ab zum nächsten Piraten. Die geben uns zwar gerade keinen Ruf, Ruhm mehr. Dafür aber immer noch Geld, was ja auch gut ist für den Anfang. Übersprungbarke, das ist doch gut.
Wir wollen trotzdem noch da. Da oben ist er, okay. So. Stück nach da. Langsamer machen. Und dann da einmal drauf schießen. Ah, der hat jetzt diese Waffen, diesen Disruptor, der die Energie blockieren kann. Jetzt rammt er uns einfach. Will ihm denn ein? Hat der uns einfach gerammt? Wir müssen mal gucken, wie viel liegt denn jetzt hier rum. Ich will das leider alles nicht mehr einsammeln, ne? Nee, gut. Bauen wir vielleicht einen kleinen Lagerraum. Können wir das dann direkt noch gleich verkaufen? Mal gucken. Da würde ja einer reinpassen. Dann kommt da ein Korridor hin. Tür wäre auch gut. Eine Tür. So, dann können wir denen noch sagen. Was? Ja, hier geht Spiegeln wieder nicht, oder wie? Seltsam. So. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz und können das noch mit einsammeln. Sehr, sehr gut. Fahren mal ein Stück nach vorne. Mit dem Bergbaulaser können wir die Meteoriten und auch die Schiffe schnell auseinandernehmen. So. Gehen wir über die Fragezeichen zur Station. Ja, können wir ja machen. Wenn es zu gefährlich wird, brauchen wir direkt wieder ab. Einmal speichern. Denn hier ab? Aero Base, okay. Cool. Aber wir wollten dahin. Ob ich ein Oh ja, hier ist ein Pirat. So, ach, der schießt schon direkt. Der ist ja schnell. So. Der hat auch wieder eine Energiekanone. Einen schweren Laserblaster, diesmal. Und ein Schild. Ich glaube, das ist unser erster Gegner, der ein Schild hat. Durch den Schild durchkommen. Scheint ja eher nicht so. Also wir sind aber schneller. Ah, könnt ihr mal aufhören? Oh, schieß doch nicht die ganze Zeit von vorne, Mensch. Ich doch. Was macht der Haufen? Oh.
Er schießt von der Seite. Aber was geht denn jetzt? Oha, den habe ich gar nicht gesehen. Cool, an dem machen wir gar keinen Schaden. Was ist denn jetzt kaputt? Aber wir ziehen uns lieber zurück. Falls wir das noch schaffen. Oh Gott, da sind noch zwei. Ja, klar, er hat uns eingeholt. Also. Dann werden wir da wohl noch nicht kämpfen. Weil wir kommen ja partout nicht durch das Schild. Weiß auch nicht, mal sind sie besetzt, mal nicht. Dann haben wir Munition, dann wieder nicht. Wir haben 300 Munition. Vorne ist aber keiner. Keiner trägt die Munition. Rufen wir jetzt die Station, gucken mal kurz. Ein paar Kopfgelder haben wir. Ein bisschen Geld. So, das muss echt nicht sein hier. Betten haben wir nicht frei, aber wir könnten immerhin Leute anstellen dann. So. Ja, Munition müssen wir behalten. Das behalten wir auch erstmal kurz, weil wir ja bisschen umbauen jetzt. Haben ja jetzt ein bisschen Geld. Erstmal der Laserblaster. Frage. Lack. Großer Schild. Brücke. Große Schubdüse. Das wäre natürlich sehr cool. Kommen wir noch schneller ran. Aber wir gucken erstmal, was der Bergbaulaser kostet. Munitionsfabrik. Ah, Bergbaulaser. Also da müssen wir dann Schwefel abbauen. Könnten wir die Munition selber herstellen. Ja, wir nehmen die große Schubdüse mit. Was die denn? Ah, Triestahl, den haben wir noch nicht. Der Maschinenraum bringt zwar 50%, aber jetzt so früh halt noch nicht. Also das bringt uns zurzeit noch nichts. So, jetzt haben wir den Bergbaulaser, das war schon mal gut. Werden wir wohl das Schiff ein Stück verlängern. Okay. Ja, machen wir das in der Bauplanung. Könnten wir ja eigentlich machen. Also wir haben einen Bergbaulaser. Normalen Laser. Und da war doch noch was. Genau, die große Düse. Ah.
So. Wo ist denn jetzt der? Ah. Oh, ein kleiner Reaktor kostet 25.000 oder was? Ah, nee, weil wir die Materialien haben. Okay. Scheint. Ah, ja, das ist der Wert der Materialien. Okay. So. Gut wäre dann vorne ein Schild. Also wir. Setzen die mal nach vorne. Wo ist denn jetzt der Bergbaulaser schon wieder hin? Da. 36 kleine Spulen. Gott, können wir zwei bauen? Ungültige Baupläne, ja. Kommandoraum ist so klein. Okay, könnten wir doch bestimmt. Tauschen. 5 Chips haben wir. Ah, wir haben die Spulen nicht. Was bringt denn der 14? Ja, das ist ja jetzt ärgerlich. Wir können ihn nicht bauen. Ah, können wir doch. Okay. Die Tür da. So. Luftschleuse. Panzerung verschieben wir. Okay, da können nur vorne Türen rein. So. Ah, ist gespiegelt, okay. Haben wir genug Energie? Haben wir nicht. Ach nee, warte, empfohlen 4,2. Wir haben 7,5. Können wir das ja so bauen? Wir sind jetzt nach vorne schneller. Na gut, zur Seite und rückwärts nicht. Aber wir kommen schneller nach vorne. Die Frage.
Da kommen sie dann nicht mehr vorne. Wenn wir den hier. Dann bauen wir den hier. Und dafür die Panzerung einen nach vorne. Wir können ja mal. So, warte mal, ich weiß gar nicht. Ist der da drüber? Gucken wir jetzt mal, wa? Ja, wie? So wäre in der Mitte die Kanone ein bisschen besser geschützt. Wenn anfangen. Wir probieren das mal so. Ungültige Baupläne, ja. So. Ist das hier Panzerung oder ein Gang? Ach, das geht nicht wegen der Schubdüse, okay. Jetzt weiß ich es auch. Gut. Okay. Aber an der Sa wir haben nur hinten F Verteidigung, an der Seite gar nicht. War ja nicht so gut. So, mittig. Aber irgendwas fehlt doch jetzt. Schubdüse, Energie haben wir genug. Personal können wir 12 einstellen. Ah, wir haben keine Laser gebaut. Siehst du mal. Wir sind jetzt bei minus 10.800. Also sollten wir eigentlich noch. Den können wir jetzt wieder nicht platzieren. Da kann man eine Tür hinbauen. Das ist ja cool. Das ist zu weit für die Crew. Okay. Aber es ist 14 Meter, 13 Meter. Das ist zu weit. Aha, ich habe eine Idee. Wir machen so. Und dann kommt da ein kleines Bett hin. So. Machen wir das so. Jetzt sind wir dann auch blank. Kann da eine Tür hin? Das ist für ein Trick. Entweder oder wie? Dann machen wir die Tür da hin. Da kann ich eine bauen, warum kann ich die jetzt? Ja, gut, das wird schon einen triftigen Grund haben, denke ich jetzt mal. Guck mal, wenn die müssten jetzt hier rum, da rein, wäre so besser. Wir werden das jetzt mal so probieren. Wir werden das bauen. Und sagen, hier soll nur Munition rein. Wie ging das denn? Versorgungskette. Also das soll mit, ich denke jetzt mal dann. Werden so wird das ja dann wohl Munition versorgt. Kann ich irgendwie
Löschen. Verschieben. Ah, cool. Da darf nur Munition rein. Da kann wieder weg. Reicht ja diese beiden für immer nur drei Kanonen. Und in die anderen Lager darf eigentlich alles rein. So, dann müssen wir jetzt noch die neuen Quartiere zuweisen. Das war so. Bedshirt. Ach, das ist schon okay. So. Zwei Stück. Nur für die Kanone. Oh ne, warte mal. Wir haben die hier hingebaut wegen den Lasern. Wenn wir das so machen und nicht spiegeln und dann den so. Die können dann nämlich auch. Was können die denn jetzt machen? Die könnten ich ja ein bisschen mit hier drum kommen. Ja, der könnte ja. Ne, das ist jetzt auch grün. Einer will den Feuerlöscher machen, oder wie? So, Feuerlöscher. Um die Lager können sie sich alle kümmern. So. Okay. Also von hier geht einer. Ins Cockpit, was völlig unlogisch ist. Also, Kanonen. Rot ist Kanone, Kanone, Kanone. Cockpit und das Cockpit. Aber dafür reichen noch 1, 2, 3. 1 und 4. 5, 6, 7. Oh. Ja, dann da halt nicht. Jetzt müsste das doch, wenn wir hier oben das jetzt zuweisen, so, so, müssten die sich das ja so aufteilen, oder? Ja, das sieht doch, ich denke mal, recht gut aus. Warte, wer bringt denn Munition? Wäre auch gut. Oh. Ich glaube, wir brauchen mehr Angestellte. So. Ah, wir haben kein. Oh, das ist jetzt auch schlecht. Unbekannte Signale.
20 von 29. Wie tuse. Finden wir uns da? Ja. Können wir die Mission annehmen? Die gibt ja noch ein bisschen Ruf. 12. Und das läuft ja nebenbei. Also. So. Müssen wir mal einmal anmachen. Müssen wir. Können wir irgendwas verkaufen? Stahl hätten wir. Aber der bringt uns ja gar kein Geld. Gut, dann müssen wir wohl in der nächsten Folge dann erstmal hier oben. Oh, Moment. Das ist ja die andere Raumstation. Da gab es schwierigere Aufgaben. Und gucken, ob wir hier unten die jetzt schaffen, da wir ja eine schnelle Düse haben. Also zwei sogar. Aber wir müssen auch, wenn wir nicht genug Personal haben, erstmal kurz hier ein Asteroidenfeld, Entschuldigung. Will der da nicht hinfliegen? Wir bewegen uns gar nicht. Ah, der Raum ist leer. Nein. Oh. Jetzt sitzen die oben. So ein Mist. Die hier muss ich. Das ist schon wieder nicht. Ist auch keiner drin. Ja. Und da sind zwei drin, dann so. Da sind zwei. Da muss auch einer rein. Oh Gott. Aber wir brauchen dann wohl noch zwei und die machen. Ja. Ach, der denn. Also wir haben irgendwie zu wenig Personal. Denn jetzt an einer Brücke? Ja. Können wir uns dann bewegen? Nein, können wir nicht. Also beide Brücken müssen besetzt sein. Oh. Wir fehlen da. Alle. Hm. Oh, das ist doch jetzt. Ah, so läuft das. Okay, also jetzt müssten wir uns bewegen. Ja, wir können uns bewegen. Cool. Okay, dann probieren wir das beim nächsten Mal. Wir müssen ein bisschen Asteroiden einsammeln. Für ein bisschen Geld, weil wir unbedingt... Ja... Leute benötigen und... Das werde ich kurz machen und dann werden wir das in der nächsten Folge zusammen verkaufen. Und mal gucken, wie weit wir mit den Piraten kommen. Damit bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt,
gerne abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal.